Stell dir mal vor, ich würde so sprechen. Guten Morgen, Küsschen, Smiley. Hey zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. WhatsApp ist ein Beziehungskiller. WhatsApp sorgt für Stress. Wer kennt nicht alles diese App und was regelt man über die App? Alles oder fast alles. Killer Nummer 1 sind diese blauen Häkchen, die dir sagen, wann dein Partner die Nachricht gelesen hat. Er hat deine Nachricht um 15.03 Uhr gelesen, aber um 16.03 Uhr hat er dir immer noch nicht geantwortet. Arbeitet er? Dir egal. Schläft er vielleicht? Dir egal. Pflegt er sein Haustier? Dir egal. Was gibt es Wichtigeres, als dir nicht zu schreiben, ja? Da frage ich mich, wer bist du? Wenn es so wichtig ist, dann klärt man das davor oder man telefoniert oder wie auch immer. Blaue Haken hin oder her, schaltet sie ab. Killer Nummer 2, das Online-Sein. Er ist online, aber er schreibt dir nicht. Stell dir mal vor, du schreibst mit deinen Freunden, ja, und dein Freund kommt um die Ecke und schreibt dir, hey, du bist online, warum schreibst du mir nicht? Ich finde, man sollte vieles einfach sein lassen und das ist nervig. Killer Nummer 3 sind Smileys. Wir lieben sie alle, ich auch. Er schreibt dir guten Morgen, Küsschen, Smiley. Er schreibt dir gute Nacht, Herz. Pink, lila, grün. Keine Ahnung, er schreibt dir immer mit Smileys, aber dann tut er das nicht mehr. Ich kann dir sagen, wie toll du bist, wie wunderschön du aussiehst, aber fehlt der Smiley, ist alles kaputt. Was sind Worte, wenn es Smileys gibt? Stell dir mal vor, ich würde so sprechen. Guten Morgen, Küsschen, Smiley. Killer Nummer 4, er muss immer erreichbar sein. Für mich ist er ein Mann, ja? Also er kann auch, nein, es kann auch eine Frau sein. Denkt euch was aus. Für mich ist er. Es reicht vielleicht nicht mehr, dass man einmal am Tag telefoniert. Telefonieren brauchen wir nicht. Wir schreiben. Manche schreiben auch ganze Romane. Da frage ich mich, wer liest sich das durch? Wer liest sich das aufmerksam durch? Ich nicht. Stell dir mal vor, dein Partner schreibt dich stündlich an und will wissen, was du machst. Ätzend, oder? Killer Nummer 5 sind die Nachrichten oder die Länge der Nachrichten. Du schreibst, wie geht es dir? Und er schreibt, gut. Und du, wie gut? Nur gut? Wie gut? Du erwartest einen mega langen Text und er kann das vielleicht gar nicht. Oder vielleicht ist er auch nicht so gut drin, ja? Ruf ihn doch an. Ruf ihn doch einfach an. Ich finde ehrlich, WhatsApp macht das Leben manchmal schwer. Dadurch kann Streit entstehen und dann streitet man auch noch über WhatsApp. Ehrlich, man diskutiert alles aus. Man führt die Beziehung nur über WhatsApp. Langweilig, oder? WhatsApp ist eine App und eine App sollte eine App bleiben, ja? Wenn du diskutieren willst, diskutiere nicht über die App. Es fehlt manchmal das Persönliche einfach. WhatsApp ist eine virtuelle App. Ja, eine App. Genau. Deine Beziehung ist echt privat und persönlich. Es kann so viel kaputt gehen und das durch irgendwelche Smileys oder Texte oder Online-Zeiten oder wie auch immer. Ehrlich, lächerlich. Aber sagt mir, wer erkennt sich wieder? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Passt auf euch auf, macht es gut und bis bald.